Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir reagieren heute mal auf ein etwas anderes Video, wo Leute mal wieder kein Auto fahren können oder so. So von Dashcam her halt. Ja, Von Autofahrern, Sascha fahren die vernünftig. Dashcam halt haben. Genau. Nochmal ganz kurz zu seinem Ding. Warte, das war in welchem Video? Ich glaube hier. An die vielen Reactor da draußen, die mittlerweile weit über 100 Kopien meiner Videos angefertigt haben, reagiert bitte nicht auf die 5 neuesten Videos. Das finde ich nicht fair. Und wenn ihr eure Videos anschließend bei YouTube hochladet, dann bitte nur 2 pro Monat. Das, da halten wir uns auch ein, weil wir können ja mal ganz gut auf seinem Kanal gucken. Da, schau. Das fünfte letzte Video, 1, 2, 3, 4, 5, war am 1.5. Und auf das Video, was wir jetzt reagieren möchten von ihm, war nicht am 1. Von letztem Jahr, ist von letztem Jahr. Ja, ist vom... Dieses Video... 2019 sogar. 19.11.19. Also, da darauf reagieren wir jetzt. Los geht's. Dieses Video ist für Menschen mit schwachem Gemüt nicht geeignet. Ach nee. Eure Videos. Lange Autobahnfahrten können echt eintönig werden. Das ist so langweilig. Wenn du denn vielleicht auch noch schlecht geschlafen hast, dann bummelst du so auf der rechten Spur rum. Doch was passiert eigentlich, wenn man plötzlich einschläft? Ach, das passiert also. Guck mal hier, Zeitlupe macht alles langsamer. Lass doch das von dem LKW-Fahrer sagen. Wenn du müde bist, da hilft kein Energy-Drink, da hilft keine laute Musik und auch kein offenes Fenster. Da hilft nur anhalten und 20 Minuten die Augen zumachen auf dem Parkplatz. Ne? Nicht auf der Straße. Mr. ULK ist natürlich direkt hingelaufen als Ersthelfer, deswegen wusste er, dass er eingepennt ist. Dieses Video kennt ihr vielleicht schon, aber ich weiß nicht mehr, ob ich es jetzt bei den Re-Uploads drin gelassen habe und meiner ganzen Hin- und Her-Fummelei wegen Werbung. Von daher, egal, hier nochmal. Ja, lieber E-Scooter-Fahrer oder Scooter-Fahrer. Nichts passiert, schreibt Patrick. Ich meine, E-Scooter. Das ist doch alles gut. Ja, der hat halt rot. Ich schätze auch, der Asphalt hat den Sturz gut abgefangen. Aber schön verkehrssicheres Fahrrad ohne Licht und Handbremse und alles, ne? Ja, kein Licht, keine Klingel, oder wie das heißt. Keine Klingel. Na. Da vorne liegt ein Viech auf der Straße. Es fahren alle drum zu, aber jetzt bei Gegenverkehr bleibt der eine halt stehen. Zwei Autos dahinter sehen das. Ja. Der dritte sieht's nicht. Das habe ich auch schon. Ich habe halt das Video schon gesehen. Ich habe alle Cobra. Ich suchte Cobra. Ich habe angehängt, die er im Internet gefunden hat. Die kann ich auch zeigen. Vielleicht postet uns Jamie den Link dazu in die Kommentare. Das zeige ich im Video auch nicht. Das zeige ich damit Lars. Das habe ich nämlich auch schon angeguckt. Von 100 auf 70. Ich mache so. Ich tue euch von dieser Seite. Warte. Da hier. Das ist nämlich. Da gibt es auch die Fotos. Tue ich auch euch auch in die Videobeschreibung unter diesem Video hier. Berlin. Oh. Der gute Hirsch. Was ein Hirsch? Kann sein, ein Reh, glaube ich. Ja, hier sind mal. Da hast du es gerade gesehen. Da sind doch Maisfelder. Kann aber auch ein Hirsch sein. Hirsch kann GTA auch. Hast du gerade GTA gesagt? Nee. Tobi hat aber auch noch eine zweite Version angehängt, falls ich die Rechte des Wilds wahren möchte. Guck, der hat doch irgendwas auf. Aber was da alles runterfliegt, oder? Jo. Hallo. Ja, schade um das Vieh, aber willkommen in der Realität. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, auch beim Sascha, fahr vernünftig. Genau. Wir reagieren auf seine Videos oder laden mal im Monat jeden 13. und 27. hoch und ja. Ja, warte, das sieht man ja hier einmal. Also wir haben heute am 3. Wir reagieren gerade an einem Donnerstag. Wollen wir nicht lieber 14. Freitag und 21. Freitag auch nehmen? Ja, können wir machen. Wir machen Donnerstag gerade, weil heute Feiertag ist. Au, ich habe mir gerade auf den Finger gemacht. Alex,
dir ist schon klar, dass jedes Jahr ein Freitag oder jeder Monat wir reagieren einfach im Monat, in der ersten Woche vom Monat und in der letzten Woche vom Monat. Ich will vielleicht am ersten, hier erster. Am ersten Wochenende und am letzten Wochenende vom Monat. Ja, am 1. und 31. so reagieren wir. Das Video, Video ist unten in der Videobeschreibung, Kanal ist unten in der Videobeschreibung, der Zeitungsartikel mit den Fotos ist unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss. Ja, genau, tschüss.